Hey Leute, heute habe ich einen Tipp für euch, wie ihr den Trockentauchhandschuh angezogen bekommt. Manschette auf Manschette. Wer kennt das nicht? Ihr habt euch für das Trockentauchhandschuhsystem entschieden, Manschette auf Manschette. Und es ist ein totales Gefummel, es anzuziehen. Aber mit ein paar Tricks geht es kinderleicht. Das erste, was wir tun müssen, wenn wir unseren Unterzieher anhaben, auch unsere Unterziehhandschuhe anzuziehen. Mit den Handschuhen gehen wir durch unseren Trockentauchanzug. Somit haben wir jetzt auch einen Luftaustausch vom Trockentauchhandschuh zum Anzug. Und man spart sich dieses Röhrchen, was viele machen. Jetzt der erste kleine Tipp. Bereitet die Trockentauchhandschuhe vor. Ihr faltet einfach die Manschette einmal vor, so dass sie hier schon mal vorgefaltet ist. So soll das aussehen. Natürlich auch beim anderen. Der erste Handschuh geht recht einfach anzuziehen. Das bekommt fast jeder hin. Hier ist es aber die Kunst, den Daumen zu nehmen und schon mal in den Trockentauchhandschuh zu gehen. Dieser darf jetzt aber nicht mehr raus. Somit könnt ihr jetzt die ersten Finger reinführen in den Handschuh und könnt ihn sauber bis zu dieser Stelle, wo ihr ihn haben wollt, ziehen. Jetzt macht ihr einfach so, als würdet ihr den Handschuh nochmal ausziehen und könnt ihn hier schön glatt legen. Somit liegt die Manschette auf Manschette und der Trockentauchhandschuh ist dicht. Jetzt kommt aber der schwierige Teil, das, was die meisten nicht mehr hinbekommen. Und spätestens jetzt schmeißen die meisten das System in die Ecke. Aber gibt der Sache eine kleine Chance. Auch hier ist es jetzt wieder ganz wichtig, den Daumen in den Handschuh zu führen. Dieser darf jetzt auch wieder nicht raus bis zum Schluss. Ihr nehmt zwei oder drei Finger, geht in den Handschuh rein und fährt jetzt langsam drumherum, so dass alles glatt liegt. Wie ihr jetzt seht, es sitzt schon glatt. Sollte doch mal eine kleine Falte sein, könnt ihr hier nachschieben oder etwas ziehen. Aber ganz einfach jetzt zusammenziehen und es funktioniert. Gebt der ganzen Sache ein bisschen Zeit und übt es zu Hause. Mit den Armen in den Trocki und üben. Und dann habt ihr viel Spaß mit diesem System. Es ist eigentlich ganz einfach. Wenn ihr weitere Videos sehen wollt, dann abonniert mich. Oder ihr habt ein Thema, worüber ich sprechen soll, dann schreibt mir doch einen Kommentar und ich spreche darüber.